Grüß, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu dem wohl seltsamsten Anfang von Dark Souls 1. Und ja, beim letzten Mal haben wir, glaube ich, irgend so einen kleinen Boss besiegt, nichts Besonderes. Also, das war ja, irgend sowas nebenbei. war ich ja gar nicht danach so halb tot. aber ja, beim letzten Mal haben wir den Hohepriester von Sullivan besiegt und Leute, etwas Wunderbares ist passiert. Blue hat mich in den Kommentaren für meine Spielweise gelobt. Blue, der Typ, der zuständig ist, dass ich nach jeder Dark Souls Aufnahme erstmal tiefe Depressionen erleide und mich in einen Abgrund stürzen will. Apropos Dark Souls und Depressionen, etwas seltsame Überleitung, weil das Thema, was ich gleich ansprechen will, ist eigentlich eher ernsterer Natur. Es geht nämlich um Dark Souls und Depressionen. Ich habe ein Video, also das möchte ich halt ansprechen, bevor ich das Video beginne, weil es mir doch sehr am Herzen liegt und ich werde das Video auch in der Beschreibung verlinken. Es gibt ein Video von jemandem, der hat, ich glaube das Video heißt irgendwie How Dark Souls Helped Me to cope with Suicidal Depression oder irgendwie so. Also, wie Dark Souls ihm bei suizidaler Depression geholfen hat. Was ist denn das? Es ist ein irrer Finstergeist. Nein, danke. wie Dark Souls ihm bei suizidaler Depression geholfen hat. Und das Video ist unfassbar gut gemacht. Also, er redet darüber, wie man mit Depressionen einen anderen Blick auf Leben und Tod bekommt, vor allem in Kombination mit einem Spiel wie Dark Souls. Und selbst wenn euch vielleicht das Thema jetzt nicht so interessiert, ich finde auch die Herangehensweise an Dark Souls ist interessant, wie er Dark Souls an sich interpretiert als Spiel. Nicht unbedingt mit den Depressionsthematiken, sondern wirklich als Spiel an sich. Weil da gibt es auch schöne Interpretationen. Also, ja, solltet ihr mal reinschauen. Hier passiert immer noch nichts, wahrscheinlich irgendwas, was erst später geschieht. Und wir werden auf jeden Fall keine Glut aktivieren, weil ich habe herausgefunden, das ist scheinbar der Haupt-PvP-Platz des Spiels, was mir natürlich eher weniger gefällt. Vorsicht, Mob-Gegner. Ich sehe noch keinen Mob-Gegner, aber da vorne waren ja die paar Typen. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht mehr, wo meine Seelen waren. Ich glaube, da vorne irgendwo. Oder habe ich meine Seelen mittlerweile wieder? Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung und interessiert mich jetzt so großenteils nicht. Ich meine, keine Ahnung, wie viele Seelen ich hatte. Au! Au, da oben sind Magier. Gut zu wissen. Hätte ich mir denken können. Okay, die Typen sehen böse aus. Die sehen auf jeden Fall sehr böse aus. Vor allem, weil hier überall tote Riesen sind. Mein Gott, was habt ihr mit den armen Riesen angestellt? Das sind friedvolle Wesen. Meistens zumindest. Außer sie schmeißen riesige Steine auf dich. Okay, das sind irgendwelche PvP-like-Gegner hier. Passt ja dazu, dass es Haupt-PvP-Ort ist. Zum Glück können wir die Goods dann locken. Also der erste ist weg. Ich schätze mal, die respawnen auch nicht. Habe ich so eine leichte Vermutung und ich glaube, die tragen die Dranglake-Rüstung. Ah, fuck, der war ein Ticken schneller als ich. Ah, Mist. So, Schlückchen trinken. Und rein. Fuck. Der hat halt eine riesige Reichweite durch seine zwei Zepter oder was auch immer das sein soll. Und der nutzt es komplett aus. Da hat Dark Souls die KI richtig gut gemacht. Aber hey, ich kann jetzt wenigstens mal meine große Chaos-Feuerkugel in der Praxis testen. Oder auch nicht. Ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Ich glaube, das Beste ist bei ihm das Ablocken und dann Damage. Na, obwohl. Ausweichen ist bei ihm echt schwer. Der ist echt verdammt schnell. Der ist schwerer als der andere Gegner. Hauptsächlich wegen seiner Geschwindigkeit. No, 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 nein. Au, fuck. Ich hätte die Zeit nutzen sollen. Aber er ist jetzt weg. Okay, gut. Dann wäre das erledigt. Drang Doppelsperr. Okay, super. Jetzt haben wir auf jeden Fall seine Waffen und der andere hat nichts fallen gelassen? Hm.
Whatever. Ah, Drang Doppelspeer. Zeig mal her. Das hat sich gereimt. Okay, Geschicklichkeitswaffe. Aber wir können ja dennoch mal gucken. Ja, sieht ganz cool aus. Gefällt mir. Gefällt mir sehr. Leider nicht unsere Art Waffe. Ich müsste auch mal irgendwas als Alternative für den Schlachtermesser-Dingenskirchen da finden. Heilige Scheiße, haben die viele Seelen gegeben, sehe ich gerade. Weil nur mit dem Schlachtermesser kämpfen ist ja auch irgendwie so öde. Okay, da vorne sind ein paar unsichtbare Gegner. Die sollten ja schnell weg sein. So. Au. Die unsichtbaren Magier sind das Schlimmste. Weil bei denen, selbst wenn du weißt, wo die sind, können die dir immer noch richtig krassen Damage machen, während du mit den anderen beschäftigt bist. Finster Steinplattenring. Well. Und ich höre doch hier noch irgendwen. Wer läuft hier rum? Das klingt nicht gut. Was sind das für Geräusche? Ihr hört das auch, oder? Oder habe ich mittlerweile Paranoia? I don't know. Was hat denn der Finster Steinplattenring gemacht? Da kommt mir bekannt vor. Erhöht die Dunkelschadensminderung. Gab es das auch schon? Nee, ich glaube in Dark Souls 1 gab es noch keinen Dunkelschaden. Ich bin mir nicht sicher. Weil das kommt mir sehr stark bekannt vor. Und da ich Dark Souls 2 ja nicht wirklich gespielt habe. Gott, wie viele Magier sind da oben? 3 Stück. Well. Das ist ein lustiges Trio. Die 3 Muskelmagier. Magetiere. Warte, was? Magiertiere. Magetiere? Ach, keine Ahnung. Irgendwas Lustiges. Blut. Ach du Scheiße, der Riese ist ja gar nicht tot. Hallo, Riese. Da hat das Spiel. Der Riese ist auch nicht tot. Bist du tot? Wenigstens ist der tot. Warum sind die 2 Riesen da nicht tot? Spiel? Warum bist du so böse zu mir? Ist der Riese auf dem Boden? Ja, der ist tot. Aber wirklich, der andere Riese? Ja, den kann ich auch anvisieren. Aber der steht wenigstens noch nicht auf. Bist du angekettet? Oder warum? Nee, angekettet ist er nicht. Ach, der hatte einfach nur gerade Probleme wegzukommen. So. Eine große Chaos-Feuerkugel rein. Dann sitzt das schon. Und noch, what the fuck? Wie viel Schaden macht denn der? Okay, das war echt unerwartet. Ich habe echt nicht erwartet, dass er so viel Schaden direkt reindrückt. Aber okay. Okay. Ich kann damit leben. Ich versuch's zumindest. Nach dem Part gehe ich wieder heulen. Weil ich genau weiß, dass Blue böse zu mir sein wird. Habe ich mir nicht, ich glaube, ich habe diese Flakons gar nicht mehr ausgerüstet, oder? Die Magier-Flakons. Ja, stimmt. Ich habe mir welche gemacht, aber ich habe die nicht ausgerüstet. Ich kann eigentlich so ein paar Sachen hier rausschmeißen, die ich nicht so oft nutze. Ja, so soll's passen. Denn die Magier-Flakons können wir durchaus gebrauchen. Die 2 NPC-Typen sind hoffentlich gerade tot. Wenn die respawnen, wär's... Na okay, so schwer waren die auch nicht. Der zweite war halt nur ein bisschen nervig, aber... Ne, okay, die respawnen nicht. Das ist ja schon mal gut. Und da sind meine Seelen. Bei einem der toten Riesen. Du warst doch ein Toter. Ja, der war ein Toter. Warum ist mir nicht aufgefallen, dass ich die anvisieren kann? So. Erstmal den hier schön erledigt. Während er geschlafen hat. So macht man das als ehrenvoller Krieger. Seiljaucheküchlein. What? Da gibt es eine verstärkte Form von Jaucheküchlein oder wie? Ich brauche ein bisschen Magie. Und auf den Kopf. Auf den Kopf. Au. Fuck. Bitte trink ein bisschen Magie. Der Riese macht bisher nichts.
Oh, jetzt macht er was. Fuck, weg von hier. Ich hätte ihn töten sollen, wo es noch leicht war. Aber er ist ja jetzt tot. Die Pyromantie war echt eine gute Entscheidung. Das muss ich sagen. Ich fand's gerade cool, wie er umgefallen ist. So, boom. Nach hinten. Du bist aber tot. Ja, danke. Noch mehr Riesen kann ich nicht gebrauchen. Ich mag's nicht, Riesen zu töten. Der hätte mal Pyromantie ausprobieren müssen. Bei dem lief's scheinbar nicht so gut gegen die Riesen. Und heilige Nerven, die. Vor allem auch vom Sound her ist es total nervig, die ganze Zeit zu hören. Mein Gott. Nervigster Gegner EU. So, hier ist niemand außer denen Magier-Dingen. Von Dingen her. Oder so. Ich kann diese Jugendsprache nicht. Entschuldigt mich. Sind das nicht die gleichen Priester, die wir bei dem einen Boss bekämpft haben? Abgründiger Edelstein. Menschlicher Abschaum. Okay. Whatever. Ah, hier steht ihr. Ich habe mich schon gefragt, wo seid ihr? Ich höre die ganze Zeit irgendwen neben mir stöhnen, aber habe keine Ahnung, wo der ist. Ah, und hier sind die anderen. Take that. Zum Glück halten die nicht so viel aus. Aber können dafür gut Schaden austeilen. Und gut nerven. Vor allem in einer großen Gruppe. So. Ach, manche von denen sind kleiner und manche größer. Oh, und der ist ganz dick. Du hast es nicht so ganz verstanden mit der Todsünde der Völlerei, oder? Ich glaube, du hast die Todsünden für ein Ziel genommen. Ach komm, Leute, ich versuche nur witzig zu sein. Okay. Was zur Hölle haben wir da bekommen? Menschlicher Abschaum? Abgründiger Edelstein? Was? Beweis der Pflichterfüllung von Aldrichs Getreuen. Okay, ich glaube, das ist dieser PvP-Eid. Und abgründiger Edelstein. Durchwirken, um abgründige Waffe herzustellen. Na dann. Sah unser Hackebeil eigentlich schon immer so kaputt aus? Wahrscheinlich. Mir ist es einfach nur noch nie aufgefallen. Und ja, ich weiß, dass es da hinten ganz viel Zeug gab. Aber mich interessiert es gerade, wo es hier hingeht. Ah. Das sieht ja bekannt aus. So ein bisschen. Wir hätten das echt einfach abkürzen können. Was? Ich glaube, so hätte man eher laufen sollen, damit man die ganzen Feuerfürsten hier vorher tötet und dann erst unten gegen die Typen kämpfen. Naja, YOLO. Wir haben es im Hardcore-Modus gelöst. Warum denn auch nicht? Hier ging es, glaube ich, wieder zurück zum Leuchtfeuer. Yep. Das brauchen wir ja vorerst noch nicht. Vorerst steht es ja noch ganz gut um uns. Was gibt es denn hier an der Seite? Es gibt hier gerade so viel zu erkunden. Das ist schlecht, weil das bedeutet, dass ich immer was Wichtiges übersehe. Ich finde immer die unwichtigsten Dinge, aber die wichtigsten übersehe ich. Große Titanitscherbe. Das ist eins der wichtigsten Dinge. Ah, das war das Item, was man von da gesehen hat, als man hier reinkam. Okay, gut zu wissen. Dann wäre das schon mal abgehakt. Ich hab doch vorhin hier irgend so einen versperrten... Kann ich eigentlich hier rein? Achso, das war die Abkürzung zum Leuchtfeuer. Stimmt. Und da unten ging es zur Treppe. Okay, dann wäre diese Seite schon mal geklärt. Und was ist denn hier hinten? Irgendeine wahrscheinlich verschlossene Tür. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Wer hätte es erwartet? Ich nicht. Auf keinen Fall. Kennt man ja überhaupt nicht so von Dark Souls, dass Türen verschlossen sind. Und das ist jetzt eine geheime Tür, damit wir die Tür öffnen können und sonst hat sie keinen Sinn erfüllt. Das wäre lustig. Das wäre aber echt lustig. Ich hätte Dark Souls so gefeiert, wenn sie das gebracht hätten. Wie kam da jemand hin, um dort noch dazu zu sterben? Oder? Das war doch ein Tod. Yo. Okay, irgendwie kann man da scheinbar drauf balancieren. Das ist so typisch Dark Souls-Spieler. Der sieht eine Klippe und das Erste, was er denkt... ich kann hier sicher lang balancieren. What? Oh oh. Flashbacks. Da kommen Flashbacks.
Da kommen, au, ganz böse Flashbacks. Das ist ziemlich böse. Naja, jetzt haben wir wenigstens einen Deko-Pfeil. So einen hätte ich auch gerne im echten Leben. So einmal quer durch den linken Arm und den Brustkorb. So lässt es sich leben, mit so einem schönen Deko-Pfeil. Wie lange brauchen die Pfeile eigentlich, bis sie die spawnen? Naja, that's my life now. Ich lebe dann damit. Da hinten gab es dann wohl scheinbar nichts mehr. Hier gibt es auch nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir hier rein. Und stellen uns unserem Tod. Oder zumindest dem, was uns den. Oh! Ich habe eine versteckte Wand gefunden. Ganz von allein. Naja, okay, die war jetzt auch nicht sonderlich unauffällig. Aber ich bin dennoch stolz auf mich. Da war keine Nachricht. Yay! Ich weiß nicht, ob ich mich so darüber freuen sollte. Die Blutflecken da unten sagen mir eigentlich nein. Hi. Warum sind sie so nah bei der Leiter? Oh, da ist noch so ein Vieh. Wie viele sind denn hiervon? Hier gibt es doch garantiert noch einen. Der von irgendwo oben runterspringt. Sehe ich irgendwie an der Decke baumeln? Nö. Okay, da hinten kommt es. Warte, war das nicht so ein Blitzvieh? Ich glaube, das Ding konnte auch Blitze schießen. Ich hoffe es zumindest nicht. Au. Ja, konnte es. Im Wasser sind Blitze gefährlich, Freundchen. Au. Hi. Oh, jetzt weiß ich wieder, woher ich dich kenne. Jetzt weiß ich wieder, woher ich dich kenne. Du warst doch dieses kleine Scheißvieh, gegen das wir gekämpft hatten auf der Brücke. Menschlicher Abschaum. Ah, und da kommt auch der Zweite angerannt. Na dann. Das war doch das Scheißvieh, oder nicht? Ich glaube schon. Düp, düp, düp. Das Item da hinten holen wir uns, glaube ich, wann andermal. Ich würde ja einen Sprungangriff versuchen, aber ich glaube, das ist ein Ticken zu hoch. Und heilige Scheiße, wie hoch können die Dinger springen? Könnte ich theoretisch von da oben? Ich glaube, das ist extra so gemacht, damit man von da oben nichts runterwerfen kann, um die Teile zu beseitigen. Ich glaube, ich hole mir das Item wirklich in einem Kamikaze-Einsatz, sobald ich. Ja, das ist, glaube ich, extra dafür gemacht. Ich schmeiß mal kurz was runter. Nee. Oder? Vielleicht von hier? Ah, jetzt habe ich kein Mana mehr. Schade. Ich finde es lustig, wie der sich am Kopf kratzt. Ja, ich glaube, ich hole das irgendwann, wenn ich ein bisschen weniger Seelen habe. Die Seelen sind mir gerade ein wenig zu viel wert. Ein wenig zu viel. Das sind auch so Formulierungen, die kommen nur aus meinem Mund. Ich habe irgendwie ein Laufen gehört. Hier schubst mich doch gleich irgendwer runter. Titanitschuppe. Brauchte ich, glaube ich. Oder, ach nee, das war meine eigenen Schritte. Ups. Wenn die Paranoia ein bisschen zu groß wird. Nap. Nichts. Oh. Nee, oder? Oh Gott, nein. Dark Souls. Tu mir das nicht an. Nee. Einfach nein. Das ist doch. No, Dark Souls. Für die Leute, die es nicht wissen, genau so eine Stelle gibt es in Dark Souls 1 in Anor Londo. Exakt, genau so. Und die Entwickler dachten sich scheinbar, ach komm, ist ja nicht so, dass es die meistgehasste Stelle im Spiel ist. Wir machen die scheinbar nochmal in Dark Souls 3. Ich glaube, das ist echt die meistgehasste Stelle. Ich kenne zumindest niemanden, der diese Stelle nicht hasst. Aber wir haben zumindest ein bisschen Zeug, ein bisschen Seelen, ein bisschen alles. Zudem wurde mir gesagt, ich kann, wenn ich Seelen einsetzen will,
um mir irgend so schönes Zeug zu holen, die auch einfach beim Händler verkaufen für den gleichen Preis und dann laufe ich nicht Gefahr, aus Versehen zu große Seelen einzusetzen. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich werde es irgendwann vielleicht machen, aber momentan. Ach komm. Ich will ein bisschen Spaß. Ah! Ich kann jetzt. Fenstergeist kann nicht gerufen werden. Warum nicht? Stirb bitte. Fuck! Ah! Zum Glück. Das war knapp. Funkeltitanid. Fast wäre der verschwunden. Zum Glück haben wir den noch gekriegt. Muss man vielleicht alle Echsen töten, damit hier was erscheint? Das könnte sein. Oh komm. Fenstergeist. GG, my friend. Irrer Fenstergeist. Komm her. Ich will nur ein bisschen Spaß. Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein. So. Und jetzt warte ich hier unten auf meinen Tod. Auf meinen absolut sicheren Tod. Erstmal voll heilen. Und dann. Ihrer Finsterguide. Finsterguide. Finstergeist. Wie wird man zum Irren Finstergeist? Muss man da wirklich diesem Pakt beitreten? Ich habe ihn nebenbei deswegen gerufen, weil ich hier genau neben dem Bonfire bin und es deswegen nichts Schlimmes, wenn ich jetzt sterbe. Und dann habt ihr noch ein bisschen Fenstergeist-Action. Ah, da hinten ist er. Hi! Freudensprung! Yay! Erstmal verzaubern. So macht man das als guter Finstergeist. Und warum zur Hölle leckt das gerade so sehr? Das liegt aber nicht an mir, mein Freund. Ich glaube, du bist irre, weil dein Ping irre ist. Was ist denn das für eins Ping? Heilige Scheiße. Das war ja. Okay, das war ein schreckliches Gelegge. Respekt für den Kampf, aber nee. Auch sowas habe ich wenig Lust. Bei so einem Ping. Ach kommt, Leute, wenn ihr schon PvP macht, dann bitte auch mit gutem Internet. Mecker, mecker, mecker. Kann da wohl jemand nicht akzeptieren, dass er gestorben ist? Und ja, ich habe mich bewusst nicht geheilt. Wie oft soll ich das sagen? Ich heile mich nicht bei PvP. Das gehört sich nicht. Und dennoch sehe ich ständig Leute, die das machen. Es macht mich traurig. Sehr, sehr traurig. Ich meine, kann niemand ein faires PvP machen? Fine for all. Whatever. Ich frage es gar nicht nach. Aber ja, jetzt gehen wir erstmal zurück zum Feuerbandschrein und schauen, was sich denn so aus unseren neu ergatterten Sachen, vor allem auch den Seelen, machen lässt. Ich weiß wieder nicht, worauf ich skillen wollte. Aber ich glaube, ich habe schon mindestens bei allem gesagt, ja, dass ich das als nächstes skillen will. Also, so, ja, als nächstes skille ich Stärke, ja, als nächstes skille ich Intelligenz, als nächstes skille ich sonst was. Aber ich glaube, wir brauchen noch einen Ticken. Nee, okay, das reicht. Ich glaube, wir gehen doch auf Intelli. Oder nee, ich weiß es wieder. Glaube. Weil bei 10 Glaube haben wir voll viel Zeug freigeschalten. Weil bei 10 Glaube konnten wir uns, glaube ich, voll den coolen. Ah, ich dachte, der wäre gerade weg. Ich war schon ein bisschen verstört. Bei dem konnten wir dann ja total cooles Zeug nutzen, glaube ich. Ja, genau, Giftnebel zum Beispiel. Oder große Verbrennung erzeugt eine mächtige Riesenflamme in der Hand. Schleudert riesige Feuerkugel. Das ist voll das coole Zeug hier. Karthus Flammenbogen. Verstärkt die rechte Hand mit Flammen. Do not be. What? Das klingt eigentlich ziemlich cool. Seelen? Ja, ich setze extra eine große ein, weil ich werde gleich noch ein paar Seelen brauchen. Oh, das reicht nicht mal. Do not well. Ausrüstung. Ups, Inventar. So, benutzen. Obwohl, was hatte der für Glaubenszeug? Bergmann.
Hattest du irgendwas, wo man Glauben braucht? Ich glaube nicht. Habe ich das verstanden? Ich glaube nicht. Ja, okay, ich bin Come schlimm. again. Ich weiß, dass meine. Ah, Ah, the iron. nee, ich weiß, bei wem wir noch gucken können. Ich weiß, bei wem wir da noch was streamen Ah, können. yes. Hattest du was mit Glauben? Oder zumindest irgendwas, was wir gebrauchen können? Wenn sie das schneide? Nee. Da brauchen wir eindeutig mehr Intelligenz. Aber. Pyromantie lernen. Cartus Flammenbogen hätte ich denn gerne. Yep. Do not begot what? So. Und jetzt will ich schauen, ob ich bei dem was verstärken kann. Nämlich. Vier Titanitbrocken. Ach so, ich brauche die Titanitbrocken, um das zu verstärken. Oh. Verbandengroßschwert. Warum nutze ich das eigentlich nie? Ich wollte, glaube ich, auch damit mal kämpfen. Ah, stimmt, und das wollte ich auch noch verstärken. Ja, es gibt so viele schöne Waffen. Ich liebe es so. Ich glaube, die Waffe ist verdammt beliebt gewesen. Ich bin mir nicht mehr sicher, aber ich glaube, es gibt sehr viele Leute, die diese Waffe lieben. Habe ich so in Erinnerung. Das könnte ich verstärken. Unitöter Großbogen, dafür habe ich leider nicht genug Geschick. Mein Talisman, mein Zauberstab, nee. Verstärken können wir hier auch nichts. So. Gegenstand kaufen. Nee, warte. Da gibt es noch eine Sache, die ich noch kurz überprüfen wollte. Hallo? Waffe durchwirken. Ich kann ja irgendwie daraus abgründige Waffen machen. Ich weiß selber nicht, was es mir bringt. Aber sagen wir, wir wollen. Was ist denn hier cool? Was könnte denn was Cooles sein? Vielleicht die Großaxt, weniger Anforderungen, wer weiß. Großaxt hat 32 Anforderungen. Okay, weniger Anforderungen kriegen wir scheinbar nicht daraus. Aber den Großhammer zum Beispiel könnten wir auf abgründigen Edelstein machen. Was würde es uns bringen? Was macht abgründig? Das fügt Dunkelschaden hinzu. Okay, das ist nichts, was wir brauchen. Ich glaube, schwere Edelsteine sind so mit das, was uns am besten passt, weil das verbessert die Waffen meist so, dass sie für Stärke-Builds geeignet sind. Habe ich so zumindest mitbekommen bisher. Kann natürlich auch sein, dass ich mal wieder den größten Schwachsinn laber, den ihr je gehört habt, aber so kennt und liebt ihr mich doch. Mal nachschauen, was uns der Hohepriester Sullivan gegeben hat. Oder habe ich das schon gewandelt? Ich glaube nicht. Hohepriester Sullivan? Ja, habe ich noch nicht gewandelt. Großschwert des Urteils. Interessant. Oder gottloses Großschwert. Das gottlose Großschwert skaliert besser mit Stärke. Das Zeremonieschwert in Hohepriesters Sullivans rechter Hand repräsentiert die gottlose Flamme. Einst als Sullivan noch ein junger Zauberer war, entdeckte er unter einer fernen Tundra in Irithel die gottlose Hauptstadt und eine unvergängliche Flamme. Von da an brannte ein Verlangen in ihm. Fertigkeit gottlose Flamme. Beschwört kurzzeitig eine gottlose Flamme, stößt vor und führt einen flammenumhüllten Angriff. Whatever. Warte, was? 22 Stärke. Das können wir sogar tragen. Problemlos. Ah. Was bist du? Fertigkeit, Urteilshaltung, dunkle Magie entfesselt einen vorstoßenden normalen Angriff, dem ein schwerer Seitenhieb mit Wellen aus Licht folgt. Das Zeremonieschwert in Hohepriester Sullivans linker Hand repräsentiert das Urteil des Mondes, obwohl seine magischen Kräfte der Zauberei näher sind als dem Mond. Seine tiefblaue Farbe ist dunkler als der Mond und zeigt Sullivans wahre Natur. Ich glaube, ich hole mir mal das Großschwert. Weil, Pustekuchen. Ich mag Großschwerter. Und dann können wir das vielleicht auch verstärken. Ich wollte ja eh eine neue Waffe. Gottloses Großschwert, ja genau, das war's. Ja, warum nicht? Ja. Bleibt nicht zu lange fort. Er ist wie eine fürsorgliche Mutter. Gottloses Großschwert. Nein, wo war das? Wo war das? Wo war das? Gottloses Großschwert, hier. Ja, sieht ganz normal aus für ein Großschwert. Das Moveset. Ja, kann man sehen lassen. Kann man wirklich sehen lassen.
Kurz ist es ohne Flammen, lang ist es mit Flammen. Und Weapon Art? Ja. Ja. Ganz ordentlich. Also wirklich ganz ordentlich. Kann ich das Ding noch verstärken? Wahrscheinlich mit Funkeltitanit. Davon habe ich ja ein bisschen was, glaube ich. Natürlich wollen. Funkeltitanit. Ah ne, Titanit-Schuppe. Das war, glaube ich, seltener. Aber was soll's. Oder wollen wir das vielleicht durchwirken? Wenn wir das durchwirken, wäre das vielleicht noch cooler. Aber ich glaube, man kann Bosswaffen nicht durchwirken. Ja, scheinbar kann man die nicht durchwirken. Okay, schade. Aber, ich würde sagen, dann machen wir daraus ein etwas stärkeres For Schwert. thee, be careful. Oh, und wir sind jetzt über unserer Gewichtsgrenze. Das ist eher weniger gut. Was könnte uns denn unter die Gewichtsgrenze bringen? Altertümliches Gewand? Eher weniger? Warte. Gewänder des Meisters. Denn wir sind der wahre Meister. Und wie immer probieren wir die Waffe natürlich in Eritrea aus. Wie gefällt es euch eigentlich, dass so die Hälfte vom Part Fortschritt ist und die andere Hälfte so Rumexperimentiererei mit Waffen und sowas? Weil ich persönlich mag eigentlich dieses Schema. Denn wie ihr wahrscheinlich mitgekriegt habt, ich experimentiere gerne mit Waffen rum. Zum Leidtragen aller Anwesenden. Und ja, wie findet ihr das so generell? Könnt ihr immer mal sagen. Jo. Ich versuche mal die Weapon Art bei ihm. Ah, okay, man muss schon rechtzeitig drücken. Ah, Mist. Das war ein bisschen zu früh. Nein, weg mit dir. Ah, nach der Weapon Art. Ach du Scheiße, war das gerade viel Schaden. Okay, nach der Weapon Art brennt das Ding auch in Feuer. Das ist so eine Art Upgrade. Well. Kommst du her? Oder willst du nur spucken? Spucken statt schlucken ist hier die Devise. Wie viel macht denn der normale Angriff? Oh, fuck. Ja. Ist langsam. Aber ordentlich. Ich glaube, da lohnt sich wirklich der starke Angriff teilweise mehr, weil von der Geschwindigkeit entspricht es in etwa dem gleichen. Jo. Ah, und sobald man das Einhand macht, ist die Weapon Art aber auch weg. Okay. Langsam verstehe ich's. Okay, und wenn man einfach nur den starken Angriff macht, ohne Feuer? Weg mit deinem Schild. Oder auch nicht. Au. Au. Ich glaube, Weapon Art und danach kämpfen ist angesagt. Weil das ist ordentlich. Das ist wirklich ordentlich. Die Waffe gefällt mir. Die Waffe gefällt mir sehr. Ich glaube, damit werden wir noch sehr, sehr viel Spaß haben. In der schönen kleinen Dark Souls-Welt. Na? Hi! Ja, okay, der hat, glaube ich, eine Feuerresistenz. Aber selbst da tötet er mich. Naja, ich wollte ja eh nur die Waffe ausprobieren. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne wissen. Und ja. Ihr habt das alles nie gesehen. Auf Wiedersehen, Leute. Euer Sandron.